Ja, mir wurde von SDN gesagt, es gab schon Upsets mit Schnatterli. Aber der Jab Reset einfach nicht damit gerechnet und einen Stock direkt behind. Aber das heißt ja noch nichts. Ja, jedenfalls irgendwie gab es dann Upset von Schnatterli, irgendwie Therion und Scorpion, glaube ich. Was ja schon mal sehr starke Upsets sind. Nur nicht auf diesem Event, das war auf einem anderen, ich weiß nicht genau auf welchem. Okay, mal schauen, ob Schnatterli sich hier jetzt schnell wieder zurückarbeiten kann. Ridley auf jeden Fall ein hartes, Riesentarget. Oh, okay. Der Api nach oben. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Dongdong auf jeden Fall jemand, den wir hier auch schon öfters sehen konnten. Oh, da kommt die Api, aber wird gepunished von Schnatterli. So, und wir sind jetzt auf dem zweiten Stock. Der Stock verlief dann doch ganz gut für Schnatterli. 54%. Kann natürlich bei Ridley schnell zu einem Kill führen. Oh, da wieder die Fair. Oh, und tut es tatsächlich. Und wow, Dongdong macht es hier wieder zu einem ganzen Stock-Lead. Mal schauen, ob er das auch halten kann. Wir haben eben gerade gesehen, da gab es auf jeden Fall einiges, was Schnatterli da noch mitzureden hatte. Okay, also ich sehe hier schon, mit Kazuya wäre das nicht passiert. Okay, so langsam wird es auf jeden Fall knapp hier für Schnatterli. Oh. Oh, okay. Oh, und überlebt tatsächlich noch. Okay, sauber. Also jetzt letzte Chance, um nochmal zurückzukommen. Ridley, definitiv ein Charakter, der früh killen kann. Und Momentum für Schnatterli. Oh. Okay. Auf jeden Fall schon deutlich mehr Confidence fühle ich da. Am Anfang wirkt das alles noch so ein bisschen shaky. Das wirkt jetzt hier schon viel besser. Mal schauen, ob es hier direkt für den Kill reicht. Oder ob Dongdong sich das Ding dann noch sichert. Oh, es wird knapp hier. Die Side B killt noch nicht. Oh, geht offstage und holt sich das Ding. Und damit 1:0 für Schnatterli. Das war knapp. Aber ja, wenn man berücksichtigt, dass da ein Kill war in SD in den ersten paar Sekunden. Auf jeden Fall gut zurückgeholt. Und damit 1:0. Und ich habe schon im Chat gesehen, Kazuya. Auch ein Charakter von Schnatterli. Habe ich, glaube ich, auch im Bracket gesehen. Irgendwie Bowser und was nicht alles noch. Also nicht nur auf einem Charakter unterwegs. So. Dann bin ich aber auch gespannt, ob Dongdong nochmal... Oh, guck mal. Da sehen wir ein Character-Switch. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Fuego. Am meisten Bowser und Kazuya, aber an sich alle. Okay. Ja, da bin ich gespannt. Egal ob Win oder Lose, Top 12 oder Silber Bracket, das endet hier noch für keinen. Deswegen können wir hier weiter sehen, was abgeht. Und wir sehen Dongdong mit dem Fuego unterwegs. Läuft jetzt nicht gerade besser als im ersten Game, muss man dazu sagen. Aber Fuego, definitiv ein Charakter, der heavy ist und ja, ordentlich Revenge-Power hat. Aber scheint im Moment nicht das Play zu sein. Oh, die Back-Air. Ja, immer noch möglich. Kommt tatsächlich noch zurück, aber diesmal war es das. Ein bisschen zu weit. Gut gepunished. Auf jeden Fall. Okay. So, Stock Nummer 2. Mal schauen, ob sich das Ganze jetzt so verhält wie im ersten Game, bloß Reverse. Dem Dongdong dann hier einfach schnell einen Revenge Kill holt. Down Smash ein bisschen zu ambitioniert. Hier sehen wir Revenge.
Und, oh, kein Punish. Da hätte ich auf jeden Fall eine Side-B gesehen, die hätte ordentlich Damage gemacht. So, ja, jetzt so langsam ist Revenge auch weg. Das Ganze killt nicht. Und da haben wir es wieder. Oh, keine Side-B. Keine Get-Up-Read Side-B auf der Plattform. Aber das war nur so ein bisschen zur Schau. So stark war die Attacke jetzt auch wieder nicht. Oh. Ja, kommt Donglong hier nochmal on stage. Ja, auf jeden Fall gutes Edge-Guarding hier von Schnatterli mit dem F-Tilt. Das Timing passt. Und das ist jetzt natürlich schon der letzte Stock hier gerade für Donglong. Der Dash Attack würde killen. Oh, und der SD, habe ich eine Sekunde mal in den Chat geguckt. Und es steht 2-0 für Schnatterli. Und